Hallo, mein Lieben. Ich bin nach langem mal wieder da. Die letzten Wochen waren echt hart, sage ich jetzt mal. Aber wenn ihr mich auf Instagram verfolgt, habt ihr gesehen, dass ich ja dann immer mal was gemacht habe. Aber eben halt nur. Oh Gott, hier blendet das ganz schön. Aber immer halt nur für die Verwandten halt, ne? Für liebe Freunde oder. Ja, Geburtstagskinder halt, ne? Also. Und ja, für mich war einfach überhaupt keine Zeit. Ne, ich mache es ja gerne und naja. So, genug gefaselt. Ich wollte einfach mal diesmal einen Tausch, so einen kleinen. Das heißt die Tausch, aber ich habe eine kleine Post bekommen von der lieben Melanie, den ich euch ja gerne mal zeigen möchte. Und das ist er. Na, also, es ist eine Menge drinne und ich möchte einfach mal zeigen, auch der lieben Melanie sagen, es ist angekommen. Ich freue mich riesig und ja, möchte ich euch ganz gerne mal zeigen. Und danach zeige ich mal, das werdet ihr nochmal auf Instagram sehen, aber ich habe für meine Tante, die wurde gestern 60, noch was gestaltet und das möchte ich euch ganz gerne mal zeigen. Und aber erstmal zu Melanie. Da habe ich natürlich auch schon die Post gelesen. Mit ganz lieb, oh, ganz niedlich Titel. Habe ich natürlich schon gelesen. Dann hat sie mir ein Goodiebag gebastelt. Total niedlich, aber dazu kommen wir zum Schluss. Dann hat sie mir die beiden, also ihr Mann arbeitet ja am Action und die beiden habe ich nie bekommen. Also. War nicht. Wir waren immer ausverkauft und ja, da hat sie mir die beiden mitgebracht. Fand ich total lieb von ihr. Dann hat sie für meine Freundin, die hat jetzt Anfang Juni ein Baby bekommen. Und da hat sie noch eine Schnullerkette fertig gemacht. Der heißt Lias, der Kleine. Und fand ich total niedlich. Bekommt der Little natürlich. Weil das Paket für ihn ist ja noch hier, weil ich noch nicht alles bekommen habe. Dann hat sie mir eingepackt so ein zur Hochzeit. Das ist so ein Relief-Sticker-Abschnitt, hat sie mir mitgeschickt. Und den hier. Also alles, was mit Hochzeit zu tun hat, weil ich ja auch hochzeitsmäßig noch was am Rödeln machen tun muss. Was haben wir denn noch so Schönes? Dann haben wir hier einmal Band. Mit Hello Kitty wird natürlich meine liebe Michelle bekommen. Ne, mit Hello Kitty wird Michelle bekommen. Der Alte. Ja, ich hoffe, Melanie, du hast nichts dagegen. Das werde ich weiter vertauschen. Dann hat sie mir eingepackt Rockaille-Perlen. Einmal die, dann länglich. Und ich glaube, einmal war da noch mit bei. Kann ich gerade nicht finden. Aber sie hat mir eingepackt, total niedlich, solche Stoffbärchen. In Gelb, in Orange, Grün, Blau und Pink. Die sind total niedlich. Ich werde natürlich mit ins Album bekommen. Dann hat sie mir eingepackt, ich denke mal, die sind aus den Action. Solche bunten Wäscheklammern. Oh Mausi, ich habe mich tausendmal schon bedankt bei dir, ne? Dann hat sie mir solche Binderinge eingepackt. Was hat sie denn noch? Solche Büroklammern mit eingepackt. Dann hat sie hier eine Mold. Also ich denke mal, dass ich mir da eine Mold ziehen darf. Ich weiß nicht, war die abgesprochen? War da irgendwas? Ich habe keine Ahnung. Mehr hat sie mir eine eingepackt. Da werde ich mir natürlich eine Mold machen. Von. Oh, Entschuldigung. Die hängt natürlich genau richtig günstig. Dann hat sie mir Raindrops eingepackt. Den kann ich, glaube ich, auch handeln mittlerweile. Perlen. Solche silbernen Acrylperlen. Denn hier mit so Rosen drauf. Finde ich ja auch total niedlich. Also Perlen brauche ich jetzt so weniger. Also Acrylperlen, sagen wir mal so, brauche ich jetzt weniger.
Aber ich finde die trotzdem schön. Aber wir hatten uns ja ausgemacht. Hier sind auch noch mal welche. Kleinere in Silber. Ich weiß nicht, entweder ich mache die in Weihnachten mit rein oder die wird eine... Wird die Tochter von meiner Cousine bekommen. Die finde ich ja mal ganz toll. Die habe ich nämlich gar nicht. Das sind so weiß irisierende. Davon habe ich gar keine. Also die werde ich auch behalten. Und ja, die finde ich schön. Die werde ich dann zur Hochzeit nehmen. Die passen gut. Dann hat sie mir hier solche Acrylblümchen mit reingepackt. Dann hat sie, die finde ich auch schön, die werde ich auch behalten. Die sind zwar Acryl, aber ich finde die trotzdem ganz toll. So Bonbonfarben. Die finde ich toll. Dann hat sie mir da, und da bin ich ja jetzt am Sammeln, weil ich ja auch mal solche Speißringe machen möchte. Also wie viel sie mir, ich glaube, sie hat mir schon mittlerweile 4 oder 5 Stück gemacht. Weil so viele gerade entbunden haben. Und ja, wollte ich mal testen. Dann hat sie mir hier diese... Ja, Kristall, Diamantsteine von Dorian Beats mit eingepackt. Und die grüne hatte ich selber mal, 500 Stück, habe ich alle vertauscht. Weil, ich weiß nicht, ich mag es platt lieber. Ich kann mit dieser Spitze irgendwie nichts immer anfangen. Aber muss ich ja auch nicht. Jetzt sind mir dann noch solche Schnörkelperlen mit eingepackt. Hier hat sie mir solche großen Perlen mit reingepackt. Hier hat sie mir solche Blumen. Und davon hatte ich, glaube ich, irgendwas anderes. Sind bestimmt wieder andere. Das sind dieselben. Was sind das andere? Nee, das sind andere. Toll. Hat sie mir andere reingepackt? Ja, die habe ich ja dann gar nicht. Aber wie gesagt, bedankt habe ich mich ja schon. Hier, Acrylknöpfe gehen immer. Weil ich gerade so viel Verschleiß an Knöpfe habe. Jetzt sind diese Glasperlen mit Glas, ja, das ist Glas, Perlen mit reingepackt. Wäscheklammer noch aus Holz. Dann hat sie mir ganz viele Charms reingemacht. Und ich denke mal, also ich werde sie so reinhalten, aber ich denke mal, Charms, wenn ich die jetzt alle zeigen würde, da würde keiner Bock drauf haben. Charms sind mit drin. Dann hat sie mir solche zweifarbigen Perlen reingepackt. Die finde ich ja auch mal besonders. Dann, achso, und Happy Birthday hat sie mir auch zweimal gemacht. Warte mal. War das Happy Birthday? Ja, Happy Birthday. Die werde ich jetzt nochmal verbasteln. Und die werde ich mir für irgendwas anderes. Irgendwas hatte ich damit vor. Also das war gewollt, ne? Weil sie hat ja solche Stanzen. Und last but not least hat sie mir Perlen angepackt. Und zwar solche, das sind Glasperlen. Und zwar mache ich mit diesen Glasperlen, weil die auch schön Gewicht haben. Ganz gerne, das wisst ihr ja, meine Perlenengel. Und das Glas war voll. Und ich verbrauche die ja natürlich auch, ne? Ich da mal eine. Ja. Fand ich ganz toll. Sie mir ganz viel mit eingepackt. Also ich denke mal, alles, was sie da so noch gefunden hat. So, das war nämlich das, was von der lieben Melanie kam. Und dann wollte ich euch noch mal ganz kurz zeigen. So, es wird jetzt leicht, na was heißt ja leicht, aber es wird jetzt wackelig. Ich nehme euch mal vom Stativ runter. Ich hoffe, euch wird nicht schlecht. Und zwar habe ich gebastelt. Ich weiß nicht, ob man das so gut sehen kann. Das ist... Wartet mal ganz kurz. Ich muss euch... anders setzen. Ich denke mal, das muss ich drehen, damit ihr was sehen könnt. Wartet mal ganz kurz. Ja. So, das ist der Buchrücken. Zeige ich mal ganz kurz. Ne? Da war ein Schriftzug drauf und ich musste da jetzt mit Bastelkleber
und Dings lang gehen, aber das ist noch nass, deswegen kann ich das da nicht anfangen. Ich drehe das Buch jetzt mal. Vorsichtig. So. Dann zeige ich euch das mal. Ist noch gar nicht ganz trocken. Also auf der Rückseite natürlich ist noch nicht ganz trocken. So. Und zwar ist das das Geschenk für meine Tante zum 60. Die Sonne blendet auch hoch. Entschuldigt. Moment. So. Ich muss das jetzt mal ganz kurz drehen. Es ist schwer wie Sau. So. So. Das ist das gute Stück. Von vorne. Von hinten habe ich euch ja gezeigt. Jetzt zeige ich euch das im Einzelnen. Also das ist ein Buch. Ein ganz dickes Buch. Das war ein Bilderbuch. Das hieß meine Jahrhundertbilder oder irgendwie sowas. Da habe ich vom Flohmarkt gekauft. Auf dem Flohmarkt gekauft. So ist richtig. So. Und hier sind einzelne Buchseiten, die eingedreht wurden. Hier sind die. Ne? Da habe ich 5 Buchseiten. Dann habe ich hier oben, aber das ist jetzt. Und unten. Seiten von unten aufgerollt. Aufgerollt und aufgerollt. So, dann habe ich hier Zahnstocher, also diese, die es bei McDonald's und so gibt, um hier zu befestigen. Also um das zu stabilisieren. Da ist noch nicht ganz trocken. Um das zu stabilisieren, habe ich dann links und rechts mit Zahnstocher. So, dann waren die schon mal fest. Ich habe die dann mit Heißklebepistole bearbeitet. So, dann waren oben drauf, sah mir das zu blöd aus, mit, weil da die einzelnen, solche einzelnen Löcher noch waren. Ne, fand ich total blöd. So, und dann habe ich gesagt, nee, ich gehe jetzt da nochmal rum mit Bastelkleber flüssig machen und Krepppapier. Ja, gesagt, getan. Und dann wurde das alles eine richtig schöne. Wartet mal. Oh, ich hoffe das. Dann wurde das eine schöne glatte Masse. Also richtig glatt. Also hier könnt ihr sehen, es wäre ein fettes Loch gewesen. Das wollte ich natürlich nicht. Falls meine Tante sich das an die Wand machen möchte, kann sie ja hier immer noch was raufstellen. Irgendwie was Kleines raufstellen. Und ja, dann habe ich es dekoriert. Mit Blumen, mit allen möglichen. Mit allen möglichen Zeugs. Und das ist dann das Endergebnis. Habe natürlich auch mit verschiedenen Farben gearbeitet. Also mit Weiß, mit Grau. Das sind übrigens die Farben aus dem Action. Ne, das sind diese großen Tuben. Diese Home, irgendwas mit Home-Standard drauf. Ja, und das habe ich dann. Und das habe ich dann gestaltet. Und das war. Ne, habe ich noch Schleifen gebunden. Die habe ich dann hier mit dran gemacht. Also hier ist Stoff noch dran. Ne. Hier sind dann Blätter noch mit dran. Ne. Die sind auch aus dem Action. Ich habe noch gestempelt. Die, das waren Holz. Schmetterlinge, die habe ich noch angemalt mit Gold, genauso wie da diese Blume, die habe ich schwarz, mit dem Edding schwarz und ein Strasssteinchen drauf. Dann habe ich mit goldenen Strasssteinchen viele gearbeitet. Und hier habe ich noch eine goldene Feder gefunden. Ja, und dann bin ich hier, das ist jetzt alles, das war ein Loch drinne. Hier drinne ist, damit das hier auch drinne stabil ist, weil das ja einfach eine einzige Seite war. Und das war mir alles zu instabil. Und da habe ich dann ins Loch, also die Löcher ausgefüllt mit Krepppapier und habe dann obendrauf einfach, also schön fest und dann obendrauf noch mit Krepppapier rein. Ich meine, hätte gerade sein können, aber ach, das ging nicht so, wie ich das wollte. Und ja, und dann, und das, da das eh ein bisschen zu verspielt ist. Und das bekommt sie dann halt zum 60. Ja, aber ich wollte euch das noch einmal zeigen. Ich mache natürlich auch Fotos auf Instagram. Und
Also für die, die es interessiert, könnt ihr da gerne reinschauen. Und ja, ich zeige euch das nochmal. Also es ist auch von der Seite. Es ist richtig dick. Das könnt ihr gar nicht sehen, ne? Ich habe ein Licht, ich kann da leider nichts machen mit dem Licht. Ist das dann auf der Seite besser? Geht so, ne? Naja. Aber ich wollte euch das ja mal zeigen, was ich denn da Schönes gemacht habe. Und ich saß da ungefähr eine Woche dran. Also mit Unterbrechung natürlich, ne? Weil das musste ja vieles trocknen, durchtrocknen und so. Ja, meine Lieben, das war... Ich weiß ja nicht mal, wie ich den bezeichnen soll. Ich habe keine Ahnung. Buch. Dekorationsbuch. Ne, ist auch schon wieder was anderes. Naja, ich dachte, es ist mal was anderes. Und die Idee, die hat euch gefallen. Und wir sehen uns dann beim nächsten Mal. Tschüssi.